Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir sind auch bei der Album Reaction von Kontra K. Sind beim siebten Song angelangt. Energie. Ist ein. Also Energie plus Kontra K. Das kann schon ein sehr geiler Song werden. Also entweder. Wie soll es auch anders sein? Entweder pusht es dich bis zur Unendlichkeit. Oder es wird so ein. Ja, so ein Real Talk. Ich meine, damit beschreibt man ja eigentlich so die Musik von Contra. Aber ich weiß nicht warum. So, man denkt jetzt wirklich, es kommt eins von beiden, aber dann Vollgas. Kann mir natürlich auch wieder voll irren? Deutsch einfach verlernt. Hatten wir ja schon oft genug, dass der Titel einfach nichts dazu aussagt zu dem ganzen Song. Ich hoffe aber nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe nicht. Aber wir schauen mal. Wir gehen rein. Energie. Warte, warte. Er nimmt das als Sample? Ach du Scheiße, er hat das gesampelt und dann langsamer gemacht. Oh mein Gott. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt viele Songs da draußen, die gesampelt werden können und sollen auch. Aber den Song, den hat man ja gefühlt in der Vergangenheit schon tot gehört. Und das mit einem Kontra-K-Beat? Oh, bitte, bitte überrasch mich, dass ich ganz falsch liege. Und dass ich nicht sagen muss, dass das nein, los geht. Weil ich muss ehrlich sagen, ne, alleine wenn dir das schon anfängt, so. Man hört es halt. Also ich habe es früher viel zu oft gehört, diesen Sound, diese Melodie. Ich weiß gar nicht, wie dieser Song heißt. Bin ich auch froh drüber. Aber man kennt es ja einfach. Wenn du mich ansiehst, auch wenn du mich nicht kennst, würdest du lügen, wenn du sagst, du fühlst nichts. Schließ die Augen und du siehst dich brennen. Jeder Traum aus dem tiefsten Schlaf lässt sich aufbauen zu einem Plan. Ganz genau so fängt alles an. Denn wenn du es sehen kannst, dann wird es wahr. Stauf mit Ansage durch die Scheißjahre. Mit breiten Grinsen, weil ich weiß alle. Diamanten brauchen den Druck und dass meine besten Tage schon greifbar sind. Geile Line wieder, ne? Diamanten brauchen den Druck. Ist ja halt auch wirklich so. Ich muss da immer an so ein Bild denken, was ich mal gesehen habe. So, wo du Kohle und Diamanten nebeneinander hast. Und dann da steht, Diamant ist auch einfach nur Kohle oder Kohlenstoff, bloß mit mehr Druck. Ist einfach eigentlich voll geil und hat so einen geilen Hintergrundgedanke. So klar, ne, Druck ist scheiße. So, den du dir selber machst und dass du Fehler machen kannst und. So dadurch, ne, alles auf dich einprescht, aber dadurch wirst du ja halt stärker und halt stärker heißt auch gleichzeitig, du wirst auch irgendwo besser. Deswegen finde ich das sehr geil und auch eine geile Line. Muss aber ehrlich sagen, bis jetzt. Kann es in den Augen lesen, ob sie kämpfen oder wegrennen wollen. Ob sie dich liebt oder doch enttäuscht, man erkennt Todfeind und den besten Freund. Was Asche war, kann nie verbrennen. Wer tausendmal durchs Feuer rennt, vom tiefsten Schwarz ins hellste Licht. Ich sterb irgendwann, doch heute nicht. Also, man muss wirklich sagen, ne, das Sample, das Kontra auch noch den Flow von der von dem von dem, vom Originalsong auch noch mitnimmt. Aber was man wirklich sagen muss, es ist geil,
Dieses Instrument. Warte, was für ein Instrument war das denn jetzt? E-Gitarre? Doch heute ins hellste Licht. Ja, genau, die E-Gitarre, das Schlagzeug, was so die Schnelligkeit erhöht und dadurch Contra K noch ein bisschen mehr hervorhebt. Das ist schon wiederum geil. Finde auch geil, was Contra so eine für eine Energie da so ausstrahlt. So von seinem Flow her, von seinem Sound, seiner Stimme her. Ich sterb irgendwann, doch heute nicht. Muss aber auch wirklich sagen, also irgendwie erinnert mich das so an diese früheren Anime-Songs. So, ne, du hast so die, so eine normale Melodie und dann kommt diese Schlagzeug, E-Gitarre und whatever da drauf, was so die Schnelligkeit erhöht und was dann voll cool kommt, so ein bisschen wie ein Yu-Gi-Oh! Intro oder so. Also das ist schon irgendwie cool, so ein bisschen, dass sich das so dahin zurückzieht. Die werden unerträglich. Wenn dir jeder sagt, du bist so abgefuckt, dann werden zwei Zimmer zu einem Hundekäfig. Doch ich bin dankbar für jeden Gegenwind. Fress die Kinnhaken, die das Leben gibt. Lach dreist zurück und ich nehme es hin, weil alle Scheißtage für mich Training sind. Selbst tief im Dreck mit deinem Fuß im Grab ist die. Und das ist halt wirklich so. Jeder Scheißtag ist einfach, glaube ich, auch irgendwo so ein Tag, dass du halt wieder lernst, wertzuschätzen. In welcher Hinsicht auch immer. Das muss man dann für sich natürlich selber herausfinden. Und das ist natürlich auch irgendwo das Schwierige, glaube ich, am Leben so. Aber, na klar, wir ringen uns immer auf, so, oh, was für ein Scheißtag, heute ist das passiert. Oft kannst du da natürlich auch nichts gegen machen, weil es dadurch ist, dass andere Leute dir Steine in den Weg legen, ne, einfach selber schlechte Laune haben und sowas. Aber ich glaube, da ist dann immer so dieser Lerneffekt auch, ne, dass du einfach lernen musst, okay, was die anderen sagen, scheiß drauf. Außer, ne, es ist positive Energie. Wenn es negative ist, dann lass sie quatschen, lass sie ihre Scheiß machen, vielleicht lass sie das sogar über dich ergehen. Oder hau da gleich gegen, dass sie dir nicht auf die Nerven gehen. Deswegen, das ist schon. Ja, irgendwo, Scheißtage sind halt Scheißtage, aber ich glaube, die brauchen wir auch. Wie ich ja schon immer sage, es muss ein Auf und Ab im Leben geben, sonst ist es nicht lebenswert. Es ist dann halt nicht Leben, es ist dann halt, weiß ich nicht, irgendwie eine Gerade, was bringt dir das, wenn du jeden Tag den gleichen schönen Tag erlebst und alles normal wird und du einfach nichts mehr wertschätzt. So, egal ob es jetzt ein Thema Beziehung ist, Dankbarkeit ist oder. Deswegen, so, da bin ich immer noch, ne, also klar, man muss es auch irgendwo lernen und man lernt ja nie aus, aber es gehört irgendwo dazu. Ich bin groß, weil ich den Himmel sehe. Ich bin frei, solange ich frei denken kann, denn meine Träume hatten keine Gitterstäbe. Du kannst in meinen Augen lesen, es ist lange nicht vorbei, mein Freund. Geh den Weg oder bleib mir treu, doch ich bleib hier und brenn für euch. Was als. Sehr geil. Sehr geil, wie er da nochmal den Flow anpasst. Mega. Kann nie verbrennen, wer tausendmal durchs Feuer rennt. Vom tiefsten Schwarz ins hellste Licht. Ich sterb irgendwann, doch heute nicht. Ja, sehr geiler Song, der halt wirklich so dieses Energie-Ding doch irgendwo rüberbringt. Ich muss halt wirklich sagen, ich konnte erst nicht wirklich auf die Lyrics achten, weil ich wirklich abgefuckt war über diesen Sample, weil es halt nicht, ne, weil es halt totgehört ist. Und ein totgehörten Song kannst du halt vergessen, sind wir mal ganz ehrlich. Aber, ich meine, ich habe mich ja wieder eingekriegt, auch dadurch, dass Contra sehr geil darauf abgeliefert hat. Und, sehr geile Lyrics darauf ausgepackt hat. Also sehr, sehr nice. Geiler Songname passt ja auch so, ne?
diese Energie von wegen, lass dich nicht unterkriegen, mach weiter. Es gibt immer Scheißtage, du musst da drüber stehen und. Sehr geil. Also wirklich sehr guter Song, sehr gute Lyrics. Sample lassen wir raus, also Melodie im Hintergrund. Hätte man vielleicht auch was anderes nehmen können. Vielleicht auch ohne das Sample. Ja, nichtsdestotrotz. Ganz okayer Song. Doch, natürlich, ne, gehört dazu, die Melodie macht es dann für mich wieder ein bisschen schlechter, weil sonst wäre es ein richtig guter Song, aber gut, das ist halt nur mein persönliches. Viele da draußen sagen wahrscheinlich jetzt von euch, Bro, was hast du, das ist ein geiler Song. Auch wenn es gesampled ist, 10 von 10. Ja. Jeder hat da so seine Ansichten und so ist es auch gut so und so soll es ja auch weitergehen. Und wir werden uns dann vielleicht bei dem nächsten Video wiedersehen. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.